Seht ihr dieses Schild ja? Gut, dass hier nur Pepsi drin ist. Hallo Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt ein weiterer wunderbarer Tag in Los Angeles und ich habe eine wunderbare Aufgabe. Es ist bei uns jetzt so 8 Uhr, glaube ich. Und ich werde jetzt mir einen Kaffee machen und für meinen Freund so einen Proteinshake. Ich nehme mich da mit. Ich glaube, es wird ganz aufregend. Ich habe da eine Idee. Problem ist, Freunde, ich habe noch nie so einen Mixer verwendet. Ich habe Angst um mein Leben. Okay, sieht schon mal gut aus. Dann macht man den drauf. Wie viel macht man da rein? Keine Ahnung, Digga. Ist das jetzt was? Dann machen wir das jetzt hier drauf. Nope. Nope. Ah, Ecke auf Ecke. Ist geil. Das fülle ich den in mein Glas. La 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 la. La 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 la. Also. Taste-Test. Lena? Lena? Gut? Ihr Geile. Warum hat Felix ein Bikini an? Das ist irgendwie geil. Ich meinte. Wie lange seid ihr schon in diesem Outfit? Ich muss mich gerade noch ein bisschen reinfühlen. Aber so vom Ding her. Also Mikey hat schon eine Erektion bekommen gerade. Ich weiß. Ja, Mikey hat mich auch schon angefasst, unsinnig. Lade ich genauso mit Originalton hoch, Freunde. Hallo meine lieben Damen und Herren. Ich habe versprochen, dass wir eine ausführliche Roomtour machen, weil das war letztes Mal ziemlich dunkel. Und deswegen würde ich mal sagen, come on, ich zeig euch mal, well, hello MTV, welcome to my crib. Hier ist der Eingang. Hier die Autos. Wunderbar. So, jetzt kommen wir in unsere bescheidene Behausung. Die sollten wir vielleicht nochmal filmen, wenn die aufgeräumt ist. Weißt du, was wir machen? Wir filmen unsere einfach nicht, aber alle anderen. Da haben wir nur nochmal einen Selfie-Spiegel. Hier haben wir ein wunderbares Wohnzimmer. Beziehungsweise eigentlich begrüßt man hier die Gäste und würde ein Aperitif einnehmen. Und dann würde man sich nach besagtem Aperitif hier in das Hauptwohnzimmer begeben. Wenn man mehr als zwei Freunde hat, wird es hier auf jeden Fall eng, besonders auf dieser Couch. Super schwierig. Master Bedroom. Hier haust ein Lattentier. Es ist nötig, auch ein Fernseher in dieser Größe zu haben. Außerdem hat dieser bescheidene Master Bedroom tatsächlich auch zwei Badezimmer. Die gute japanische Toilette. Kannst du dir sogar den Arsch mitspülen. Hier haben wir einmal auch ein weiteres Premium-Zimmer. In meinen Augen. Bisschen Ausblick hast du hier. So, und hier haben wir noch ein weiteres Zimmerchen. Genau wie bei den anderen nochmal Zugang hier zu der Begrünung. Ne? Ich glaube, die verriegelt mir die Tür. Also mir gehört das Grundstück hier ja und ich würde gerne so ein Video machen, um zu zeigen, was es hier alles jetzt gibt. Ja. Für etwaige Käufer, potenzielle Käufer. Da ist noch nur ein kleines Zimmer. Wir haben uns hier für einen minimalistischen Stil entschieden tatsächlich. Weil manchmal ist weniger ja auch mehr. Das kenne ich selbst noch gar nicht. Ich auch nicht. Ich weiß das wirklich auch noch nicht. Ist es einfach nochmal ein Raum? Das ist, glaube ich, ein Raum von. Ey, ist der Raum so geil. Wer hat sich den denn geholt? Den haben wir ja gar nicht gecheckt. Das ist Mikeys Raum. Das ist Felix' Tasche. Felix' Tasche. Ey, das ist übelst der geile Raum. Wir wurden gescammt, Schatz. So, geht's hier weiter? Wir sind hier gerade im Südflügel, falls es jemand interessiert. Hier wohnt. Ich weiß nicht, wo der Lichtschalter ist. Hier riecht's gut drin. Hier ist Mikeys Behausung. Und Tobi wohnt hier auch. Freunde, ich hoffe, euch hat diese wunderbare Roomtour gefallen. Also ich bin ganz, ganz dankbar. Ich habe noch nie so ein Haus gesehen. Ich habe es also weder da drin zu sein, noch irgendwie sowas zu sehen. Das ist unglaublich beeindruckend. Also, weil viele das nicht wissen, eigentlich wollten wir hier sein, weil Kevin seinen Boxkampf hatte auch in L.A. Und er da halt all seine Freunde einladen wollte, dass wir ihn unterstützen. Leider hat das halt nicht funktioniert. Wegen seiner Verletzung. Aber das Haus war halt trotzdem gebucht. Und ja, weiter mit dem Vlog. Ich habe bei Seven Wars Wild mitgemacht, wie vermutlich viele von euch wissen. Und vermutlich sind die meisten deswegen auch hier. Hallo an euch, Leute. Ich habe euch noch einen Blick. Und heute kommt der Reveal von den neuen Teilnehmern. Diesmal seine Gruppen Staffel. Und das werden wir uns jetzt mal aber gehörig reinfinden. Ich sage euch, Chef, wir sind nicht dabei. Ich glaube auch nicht. Ah, das Fritz-Team, okay. Wir schießen einfach mal nach ganz oben. Joko und Klaas. Olaf Scholz. Also ich glaube, die machen damit, wenn die denen halt irgendwie 2,5 Millionen geben, ne? Dann sind die wohl gar nicht down. Das wird nicht passieren. Was? Christi und Jascha. Christi und Jascha. Red, herzlich willkommen am Famous Speech. Das ist es today. Ihr kennt hier Socken mit. Das ist doch Content. Kennt ihr super geile Shorts? Vorteil. Komm.
Grund haben wir jetzt ein kleines Mini-Chalet gefunden und wir haben das ein oder andere Teil getränkt. Jetzt hier weg, Schatz, ne? Hier ist Schatz, ne? Auf uns so, ne? Wunderbar, ja, ja. Mal ganz kurz sehen. Seht ihr dieses Schild, ja? Gut, dass hier nur Pepsi drin. Freunde, wir sind auf dem Santa Monica Pier, da waren wir letztes Mal auch schon, das ist mega geil. Drugs, masturbation, all who do these things will not enter the kingdom of God. Surrender these things to Jesus. Freunde, wir sind hier bei Baba Gump Shrimp. Das war hier schon mal. Die eine oder andere Person kennt das vielleicht aus Forrest Gump. Wir waren gerade bei Trader Joe's. Das ist mein Lieblingsladen in Amerika. Ich gehe da immer hin, weil wir wollen nämlich am Sonntag Frühstück machen für die ganze Gang. Deswegen haben wir ein bisschen was eingekauft. Und ich zeige euch mal ganz kurz hier, was wir hier gekauft haben. Wir haben hier Kiwis, Bananas, vegan Coconut Rib, der ist richtig geil. Ich liebe den Bagel dafür. Dann machen wir wollen wir aus Brioche so ein French Toast machen. Da haben wir auch Sachen für gekauft. Dunkles Brot, crazy, ist zwar nicht hart, wenn man das aus Deutschland kennt. Ich finde es auch geil, wir haben super viel Brot gekauft, einfach die Deutschen, ne? Das ist ein Pfeiler gelaufen. Ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was der Einkauf gekostet hat. Weil Trader Joe's ein bisschen anders ist als Target etc. Also würde mich mal interessieren, was ihr denkt, wie viel das gekostet hat. Wer gewinnt, kriegt ein Like. Und ein Herz. Und ein Sub.